Gigi. Mama, ich bin dein Sohn, Mama. Uns geht's den Kindern viel besser wie bei dir. Ja, Leute, am Montag bin ich erst einmal 7 Tage weg, leider. Aber Ikli wird euch zum Laufenden halten. Mir geht's sehr gut. Montag bin ich erst einmal geschlossen, ne? Und da bin ich erst einmal 7 Tage weg, Leute. Ihr müsst leider Montag 7 Tage ohne Engel erst einmal raushalten. Danach darf ich Handy und so haben. Aber erstens 7 Tage darf ich kein Live, nix. Ist nun mal wegen und so. Aber danach geht's viel leichter, gell? Brutal leichter, gell? Genau. Ja, Bruder, Entgiftung auf jeden Fall. So, lief viel leichter, gell? Ja, heute machen wir auf jeden Fall noch ein paar Action. Erst nach Fitnessabend heute. Also was heißt 7 Tage? 7 Tage, die ersten 2, 3 Tage und danach darf ich natürlich raus und dann darf ich wieder live, ist ja klar. Ist das jetzt arrogant, hat Pilar geschlagen. Warum? Spinnt er oder was? Soll er mal gegen mich kommen? Nur auf Schwächere. Gibt es da ein Video davon? Hat er wirklich Pilar angelangt? Wenn er Pilar angelangt hat, so einen netten Kerl wie Pilar, ist der Arrogante dann der größte Pitch in meinen Augen, was rumläuft, ehrlich. Also ich soll sich schämen, der eine, wo Familienvater ist und ein Kind. Warum hat den geschlagen? Wallah, Arrogante, du bist der größte Pitch, Digga. Ich schwöre dir. Sei froh, Arrogante, dass du gestern nicht auf Weg gegangen bist, weil gestern war ich komplett weg. Es gibt Video. Wo finde ich das Video? Die haben ihn angegriffen. Ach so, ja, dann wiederum. Aber warum? Welchen Bilal meinte? Meinte Bilal Gold? Bilal Gold beleidigt doch Allah, seid ihr krank? War nicht Bilal Gold. Ja, welchen Bilal dann? Cem. So Leute, viel liken, ihr müsst noch mehr liken, gell? Harbi mit Defne, warum? Pilar Gold ist doch der richtige Moslem, der wo beten geht und so. Bilal, einer sagt nicht Bilal, einer sagt Bilal. Wo finde ich das Video? Buffy ist krank, der kommt später, der ist ein Partner. Buffy ist krank, der ist. Buffy ruft mich heute an, der hat Angst um seinen Hype, sagt Engel. Heute habe ich nur 3000 Zuschauer gehabt, was kann ich noch machen? Dass Buffy ist krank. Wallah, Buffy, seine größte Angst ist, wenn sein Leib vorbei ist. Sagt er, ich würde mir sogar was antun. Buffy. Kannst du Deutsch? Bisschen. You speak German, you speak English? Bisschen German und Rumänisch. What you living? Nein, Rumänisch und bisschen Deutsch. Ja, aber lebst du in Deutschland? Ja. Hä? Bitte? Ja. Langsam. Alles gut. Viel Like, Leute, gell? Viel Like, ne? Immer mehr Like, gell? Wir haben heute, Leute, du musst diesen Button immer füllen. Wenn du diesen Button füllst, dann nochmal und dann gehen wir gleich hoch. Ihr müsst diesen Strich immer füllen, gell? Okay, um die Uhrzeit sind wir immer noch stark, aber ihr müsst noch mehr krass Like, ne? Oh, Kevin Klein habe ich mir eingekauft. Ja, Bruder, ich bin ja bald jetzt auf Therapie. Neue Sachen natürlich. Hier von Kevin, warte, Momento. Leute, immer liken bis Fingerbrechen, gell? So. Ein Moment, Kamera wechseln. Hier, Kevin Klein. Das sieht gleich an. Ja, klar, selbstverständlich für Therapie, ne? Alter, die Ärzte und so haben mich gekannt, aber ich bin ja offene Person. Und da meinte der Arzt, du kriegst ein Privatzimmer und so, dass dich keiner sieht. Und da meinte ich gestern, mich 6000. Hier, Kevin Klein.
Ja, dann habe ich mir die gekauft, Puma. Für Winter. Selbstverständlich Puma-Socken. Puma-Socken sind gut, aber hier. Und das Ganze hat natürlich 7.000 Euro gekostet. Spaß. Irgendwas mit 500. Normal bin ich ja Jogginghosen-Typ. Ich habe noch nie in meinem Leben so Hose. Seit 2 Jahren trage ich keine Hose. Ausnahmsweise mal für Therapie und so, ist ja klar. Ja, meiner Mutter geht es wieder gut. Meinem Bruder geht es auch gut. Die freuen sich natürlich. Meine Mutter weint. Ich ist jetzt da hingegangen, aber die freut sich natürlich. Ist jetzt selbstverständlich. Und weil welche Mutter will sehen, dass der Sohn immer wieder Osman, Raptor, Osman, geht es jetzt wieder auch gut. Und der Arzt meinte wiederum 100% danach werde ich nie wieder trinken. Der hat mir sogar seine Garantie gegeben, so. Ja, arrogant und Part und Gottschlägerei, muss ich da schreiben. Holt's mal Gigi rein. Ja. Und danach geht's wieder ab mit. Ah, Bruder, ich kann Karriere immer machen. Ich bin ein lustiger Typ hier. Schau um die Uhrzeit, 1000 Zuschauer, Bruder. Karriere kann ich immer machen, Bruder. Glaub mir. Ich könnte auch bei YouTube und so. Mich gibt's seit 5 Jahren, seit DSDS. Wenn du lustig gut bist, geht's immer, weißt du? Angeblich hat arrogante Bilal angegriffen. Ich muss mal Bilal anrufen. Aber ich finde es halt schade, dass man ein Bilal. Bilal tut doch niemandem was. Ja, Bruder, ich muss das machen. Das hat kein Ende, Bruder. Du kannst doch nicht immer so ewig gehen, Digga. Irgendwann wie. Bruder, ich bin in Ding reingegangen, wie Charlie Sheen am Unaro Travestim geçirdi, Vanam geçirdi. Habe ich in der Hand was gehabt? Wie eine Colaflasche, bitte. Wenn du trinkst, du weißt nicht mehr, wo du bist. Du siehst sogar einen Transsexuellen wie Megan Fox am Unaro. Artık o benim istiklim, ben onun istiklim immer noch Geheimnis diyorlar, valla. Ich hoffe, es gibt kein Video. Wenn ich ein Video habe, ich poste das freiwillig, damit ich mich selber schäme. Ich schwöre, wenn ich das Video finde, ich poste das selber rein. Was, Bilal Kolon? Wen? Alter, ich check nichts mehr. Bilal Gold oder Bilal Kolon? Arrogante packt Bilal nicht. Nie im Leben packt der Bilal Kolon. Bilal Abi, arrogantes Skirmes, nie im Leben. Eins gegen eins ohne Waffen und so packt Arrogante nie im Leben, Bilal Abi. Nie im Leben. Ah, Bilal Gold, ja, Bilal Gold ist ein kleiner Mann. So, Leute, genau, schau, ihr müsst den Button immer voll machen. Immer hintereinander, immer diesen Button voll machen. Immer voll und dann wird mir fehlt. Ja. Immer Button voll drücken, liken, gell? Und dann gehen wir. Gut bei dir, wie alt seid ihr? Bruder, sana bir şey diyeyim. Yemin ediyorum, ich gucke jeden Abend dein Live. Danke dir. Schon acayip oldum, valla. Spendest du auch was? Bruder, geht, ich bin neu auf TikTok. O zaman pes efendim, was verschwendest du meine Zeit? Ich kann jeden Tag dein Live, was bringt dir mir das? Geh weiter, komm. Nein. Geh weiter raus mit dir. Was soll ich? Ich guck. Filme da illegal lade, oder? Du machst voll den geilen Rap, aber illegal CD kaufe. Wo ist die Logik am Räume, ja? Wallah, die sind krank, ja? Wallah, ayıp, dass er sich nicht mal ein bisschen rot wird. Dass er sich wenigstens ein bisschen nicht schämt. Nur ein bisschen, dass er sich nicht schämt. Nur ein bisschen nicht rot wird. Nur ein bisschen nicht rot wird. Wenigstens nur ein bisschen, dass du rot wirst. Nur ein bisschen. Ah, Hände zittern wieder vor Wut. Nein, Bruder, ich bin wirklich, du wirst mir nicht glauben. Der Arzt hat gesagt, Bruder, ich soll noch mal trinken. Wenn du nicht trinkst, kannst du drauf gehen. Das heißt, du siehst Mäuser und so. Die letzten 2 Tage hat er gesagt, kannst du mal weiter trinken. Weil wenn du nichts trinkst, Bruder, dein Körper macht da nicht mit und du kannst hup. Ja, ne, glaub mir, der Arzt weiß, was er tut. Und dann, ja, genau, Enzo, ja, genau, das hat er super geschrieben, genau. Weil, Bruder, das Trinken macht dir deine Schlafstörungen kaputt, depressiv und so weiter. Leute, viel klicken, immer diese Balken voll machen. Und genau, Wie geht's dir? Auch gut, was machst du so? Bester Mann, ja, Wallah, bester Mann. Wolltest du matchen, oder was? Nein, Moment, nein. Einer will.
Lan niye atıyorsun? Deniz, der meinte davor, dass du ein übergewichtiger junger Mann bist, der wo keine Zukunft nein, hat. Nein, wallah nein. Deniz, Gloria hat über dich gesagt, dass du ein übergewichtiger Alkoholiker bist und dass ihr beide ausschaust wie dick und doof. Ey, Engel, wann kommst du zu Frankfurt? Bruder, erstes Mal bin ich am Montag. Bruder, bizim burada dükkan var. Buyur gel, seni davet edeyim. Was ist das für ein Laden? Restaurant. Wie heißt der? Ocakbaşı. Aber kleiner ist der. Ist läuft gut? Bruder, çok şükür. Ja, Bruder, ich muss schauen. Montag bin ich erst einmal für 7 Tage weg, weißt du? Da darf ich kein Handy, nichts. Da bin ich in einer geschlossenen Therapie, weißt du? İçeri mi gidiyorsun oder was anderes? Therapie, Bruder. O ne lan amına koyayım? Ya bunu at amına koydum şu tipine bak. Rahat lan orası çocuğunu. Senin anaya amına koyayım. Avradın siktim. Lauter, immer Balken voll machen, gell? Viel klicken, gell? Holt mal die Gigi rein, ich muss mit Gigi kurz reden, ist echt wichtig. Bitte 100 Leute rüber zu Gigi und sagen, Gigi, Engel braucht dich schnell, ihr muss mit dir reden. Ah, ja. Ja, genau, immer dieser Balken voll machen. Sagen die, der gemacht hat. Und wenn man das... Genau. So. Ja, auf jeden Fall Montag leider... Nur 7 Tage, dann komme ich wieder öfters live. Ich darf, am Montag muss ich Hardcore-Therapie machen. Da darfst du kein Handy, nichts. Das ist eine richtige Entgiftung. Und da darfst du nichts, gar nichts darfst du da, ne? Das ist das Problem, Bruder. Das Video muss, kann mir mal jemand das Video, wo finde ich das Video mit Bilal? Bruder, glaub mir, Bilal ist auch Großfamilie, so eine arrogante. Aber warum, was war der Grund? Was war der Grund, wenn ich fragen darf? Was war der Grund? Leute, ich muss eins sagen, ja wallah, Thanos und Ikli sind Goldmänner, Ehrenmänner und Goldmänner. Vor allem der Opa Ikli, Gott hat mir diesen Opa geschickt, wallah. Was sagt er? Allah hat mir einen Engel geschickt. Nein, Allah hat mir einen Opa geschickt. Allah hat mir den Opa geschickt. Der Mann hat wirklich bis zu 2 Tagen nicht geschlafen, nur auf mich aufgepasst, im Krankenhaus gewartet, im Hotel, beide Polizisten haben mich beschützt. Man sagt ja nicht mehr, Allah hat Engel geschickt, Allah hat mir einen Opa geschickt. Verstehst du? Dieser Opa ist guter Opa. Ja, Ikli wird euch, dieser Dede ist guter Dede, der wird euch am Laufenden dann halten, wenn ich drin bin. Der wird mich immer wieder besuchen kommen und Filme machen, live machen. Und danach habe ich natürlich eine Krankenärztin geklärt, selbstverständlich. Die meinte, bist du nicht der Engel? Ja klar. Und die ist auch mein Montag mein Betreuer. Betreuerin, inshallah mit Happy End, gell? Ja, mit Happy End, ja. Keine Ahnung, aber Ärzte und Anwälte und so, Gerichter, die stehen auf asoziale Typen, mich, weißt du? Soll er dem diese Balken voll machen, gell? Ja. Bruder, es wird kein Gericht Wahrscheinlichkeit geben. Wie gesagt, ich muss auch keine Meldeauflage mehr machen, weil der Arzt gesagt hat, gefährdet. Ne? Es gibt in Deutschland Menschenrechte, Paragraphen. Wenn ein Arzt dich einstuft, du musst Therapie machen, dann kann keiner, der in Deutschland mehr was machen, nicht mal Gerichte, irgendwas. Wenn ein Arzt, ein anerkannter Arzt mit 3 Diplomen sagt, der Typ wird eingewiesen, dann kannst du Amerika alles holen. Ist so, in Deutschland gibt es Gesetz. Wenn ein Arzt sagt, so und so, fertig. Und ein Gutachter hat mich auch überprüft, hat gesagt, ja, der muss definitiv Therapie machen. Fertig. Der meinte, bei mir ist jetzt nicht so extrem, ne? Dass sein Sohn schaut auch meine Lives, hat er gemeint, aber der hat gesagt, du musst von Alkohol loswerden, dann schaffst du sogar bis im Fernseher.
Abdullah. Und Arafat abi hat sich voll gefreut. Hat er gesagt, dass du das durchziehst, hat sich jetzt riesig gefreut. Und der Stolz auf den Bund, soll schon die Grüße sagen. Und er kommt dann später auch gleich mit mir. Auf jeden Fall, das erzählen wir gleich. Ich wollte jetzt zum Laufenden halten. Und wie gesagt, Arafat abi kommt auch später, Buffy kommt auch später. Ich wünsche euch was, bleibt 10 Uhr, 11 Uhr dran. Und dann machen wir wieder Action. Passt auf euch auf. Ich bin's, Gigi. Ich bin dein Sohn. Niemals bekommst du mich. Mir geht's in Kindern viel besser bei dir. Soll man die Gigi heute nach richtig ärgern? Schreibt, wenn ihr wollt, geht zu Gigi darüber und schreibt alle: Gigi, wir haben mit deinem Sohn geredet, dem geht's den Kindern viel besser. Gigi, Mama, ich bin hier viel besser wie bei dir. Ärgert dich so richtig heute, dass die heute aus. Ja, 10 Uhr, erwarte ich euch. Aber geht zu rüber, weil Gigi sagt: Wir haben gerade mit deinem Sohn geredet.